Liebe Leute, willkommen zu einem kurzen Tutorial zu HitFilm Express. Ich zeige euch heute die wesentlichsten Basics, also die Grundlagen, wie man ein Video, einen Clip schneiden kann, wie man eine zweite Audiospur hinzufügen kann, also eine eigene Tonspur sozusagen mit einer eigenen Musik oder was auch immer. Ich zeige euch, wie man Fades machen kann. Was sind Fades? Das sind so Überleitungen, so wie soll man sagen, so verschwimmende Überleitungen von einem Clip in den anderen. Ich zeige euch, wie man am Anfang und am Schluss einen Fade macht. Das heißt, dass das Video und der Ton, die Musik nicht so abrupt startet oder endet. Und ich zeige euch, wie man das ganze Projekt dann speichern kann in ein fertiges Video. Eine Sache ganz wichtig am Anfang, ich habe hier HitFilm Express gestartet. Wenn ihr hier oben irgendwo Activate sehen solltet, entweder hier im Startfenster oder später, da müsst ihr euch einen Gratis-Account erstellen. Das könnt ihr mit eurer Schul-E-Mail-Adresse machen, kein Problem. Ich habe dazu kein Tutorial. Ich verlinke aber sehr gerne in der Beschreibung ein anderes YouTube-Video, das ihr euch ansehen könnt, wo das gezeigt wird, wie das funktioniert. Wie gesagt, jetzt geht's aber los. Was ist das Problem, wenn ihr das nicht macht, wenn ihr nicht den Account aktiviert? Dann habt ihr ein sogenanntes Watermark, also ein Wasserzeichen in eurem Video, wenn es exportiert. Das heißt, dann steht immer ganz groß über das Video HitFilm Express und man hört alle paar Sekunden einen Klavierton, der reinspielt in die Musik und das ist furchtbar lästig. Das Programm ist prinzipiell kostenlos. Es basiert, so wie sämtliche andere Programme, aber natürlich darauf, dass Leute das Ganze unterstützen. Mit Geld, mit Beiträgen, indem sie sich eine Lizenz kaufen und so weiter. Also wenn ihr wirklich einmal vorhabt, professioneller oder öfters Videos zu machen, Videos zu schneiden, überlegt euch, ob ihr nicht ja, wie soll man sagen, eine Lizenz einfach erwerben wollt, indem ihr das Ganze kauft und dann die Entwickler damit unterstützt. Ich zeige euch aber, wie gesagt, heute nur, wie das geht. So, zuerst müssen wir mal ein Projekt erstellen. Ich habe vorhin schon eines gehabt. Aber ich mache jetzt nochmal ein neues. Wir gehen hier rum auf File, dann auf New. Diese Einstellungen können wir lassen, das wäre Full HD 1080p, das heißt die Auflösung ist 1920 Pixel mal 1080 Pixel. Das ist, ja, bei mir mein Bildschirm wäre das, wird aber sowieso gleich hinfällig sein, warum werde ich euch zeigen. Dauert ein bisschen, je nachdem, je nach Computerleistung. Ah, okay, sind meine alten Aufträge noch. Die werde ich mal kurz entfernen. Okay, wenn ihr startet, seht ihr hier wieder das vertraute Fenster. Hier gehe ich mal auf Media. Hier ist die Timeline. Hier sehen wir also von links nach rechts, wo im Video wir uns gerade befinden. Nachdem ich hier noch nichts drinnen habe, sehen wir auch noch nichts. Hier wären wir bei 1 Minute und 30 Sekunden, hier bei 45 Sekunden, hier bei 2 Minuten 23. Aber nachdem wir hier noch nichts haben, sehen wir auch nichts. Das ist hier die Nadel, die wir verschieben können, damit wir an verschiedenen Stellen im Videos springen können. Wir können auch einfach hier auf der roten Leiste links klicken, dann hüpfen wir wohin. Kein Problem. So, jetzt holen wir uns mal ein Video und eine MP3. Ich habe das Krabbenvideo hier von Noise Storm und das MP3 nämlich von The Fat Red Windfall. Das machen wir so. Entweder wir ziehen einen Rahmen um die zwei Dateien. Bitte gewöhnt euch auch an, dass wenn ihr ein Videoprojekt macht, alle Dateien in einen Ordner zu speichern. Es ist furchtbar lästig, wenn ihr nicht alle Dateien, die ihr zum Arbeiten braucht, in einem Ordner habt. Könnte sein, dass woanders auf eurem Computer ein Ordner liegt, wo ein Bild, ein Videoclip, eine MP3-Datei oder was auch immer drinnen liegen und ihr habt das nicht hier im Projekt direkt dabei, also in eurem Arbeitsordner. Das wird unordentlich. Das könnt ihr euch so circa vorstellen, wie wenn ihr jetzt Hausaufgaben macht und das Federpanel liegt aber im Badezimmer. Und da müsst ihr immer hin und her laufen und vielleicht habt ihr es dann gerade nicht rechtzeitig dort, wo ihr es braucht. Vielleicht ist das Badezimmer gerade zugesperrt, weil irgendwer anderer duschen ist und dann kommt ihr nicht dran. Lauter solche Sachen. Also schaut, dass ihr wirklich all eure Dateien, die ihr braucht zum Arbeiten, in eurem Ordner habt. Was auch noch geht, ich markiere eins, halte SDRG gedrückt und markiere das zweite, lasse SDRG los. Und jetzt ziehe ich die zwei Dateien hier herüber in HitFilm Express. Okay, hier sind sie schon. Hier ist eben das, was ich gesagt habe. Dieses Video, weil ich es nicht in Full HD runtergeladen habe, hat 640 mal 360 Pixel. Das heißt, es sind nicht hochauflösend. Für unseren Übungsfall reicht das aber. So, ich möchte die jetzt natürlich rüberziehen auf die Timeline, damit wir mit den Dateien arbeiten können. Hier haben wir nur, okay, das sind unsere Ressourcen, das sind unsere Materialien, die wir verwenden. Jetzt ziehen wir es mal rüber auf die Timeline, damit wir das machen können.
Ja, und hier fragt mich schon das Programm, ob ich die Videoeinstellung sozusagen meinem Video anpassen möchte, damit es nicht Full HD ist. Und da will ich, yes, bitte schon. Und hier hätte ich noch die zweite MP3. Ich habe jetzt aber nur eine Videospur und eine Audiospur. Das heißt, damit ich hier die MP3 rüberbringe, brauche ich eine zweite Tonspur. Wie geht das? Ich rechtsklicke hier auf Audio 1 und gehe auf Insert Track. Hier habe ich dann sofort eine zweite Audiospur. Das heißt, hier kann ich dann meine MP3 auch wieder mit Linksklick gedrückt halten, rüberziehen. So, das Problem ist jetzt, wenn ich hier Start klicke, ich habe schon wieder keine Vorschau. Hier ist die Vorschau-View, warum ich immer der nicht da war. Mit Leertaste im Normalfall starte ich die Wiedergabe. Oh Mann, ich habe hier alles noch auf den Speakers. Na wurscht, kann man nichts machen. Keine Ahnung, ob das jetzt gut ist, wenn ich das jetzt hier wechsle. Ich mache es einfach mal. Ist ja wurscht. Ich riskiere mal, dass man hier dann nichts mehr hören wird. Das Problem, das ich hier habe, ist, dass, wie soll man sagen, dass ich gleichzeitig die alte Tonspur vom Video noch drinnen habe und die neue. Das heißt, was ich machen muss, ist, ich muss einmal die erste Tonspur, also die beim Video dabei war, stillstellen. Das mache ich, indem ich entweder diesen Balken hier runterziehe oder ich klicke hier einfach auf dieses Lautsprecher-Icon, dann ist er stumm, dann höre ich nur das eine. Okay, soweit, so gut. So, das heißt, ich habe jetzt einmal die Tonspur, die ich haben möchte, also mein eigenes Lied, und das vom Original habe ich stumm geschalten. Euer Auftrag ist es, alle Szenen, in denen man die Krabben nicht tanzen sieht, rauszuschneiden. Also wenn sie hin und her wandern, wenn die Landschaft gefilmt wird. Ihr dürft ein paar davon drinnen lassen, wie zum Beispiel am Anfang oder am Schluss, wenn es gut dazu passt. Aber dazwischen hätte ich gerne von euch eben, damit ihr etwas schneidet, nur die Tanzszenen. So. Wie geht das jetzt? Ich stelle mich mal an den Anfang. Und zwar hier habe ich einen Drop, einen musikalischen. Das sieht man auch hier, weil die Spitze raufgeht. Das hört sich dann so an. So, an dieser Stelle wäre es gut, wenn ich die Krabben zum ersten Mal sehen würde. Aber die kommen erst hier irgendwann. Das sieht man an der Vorschau der Videospur. Das heißt, ich muss das mal wegschneiden, diesen Teil. Diese ewige Höhlenfilmerei. Wie geht das? Ich markiere die Videospur, hole mir hier das Scherenwerkzeug, das Slice Tool, und gehe damit über die Nadel, die wird dadurch so rot. Das heißt, sie ist bereit für mich, die weiß, dass ich hier schneiden möchte. Klicke ich links und auf einmal haben wir hier zwei Clips. Wieder zurückgehen auf die Maus. Jetzt machen wir ganz kurz was anderes zwischendurch. Eigentlich sollte man das gleich ganz am Anfang machen, aber ich habe es vergessen. Es sollte ein Projekt immer regelmäßig zwischengespeichert werden. Weil wenn euer Computer abstürzt oder das Programm, dann ist alles, was ihr gemacht habt, verloren. Wenn ihr da jetzt wirklich länger dran arbeiten solltet, ist das sehr, sehr ärgerlich und frustrierend. Das heißt, wir gehen dazu auf File, Save As, und hier bin ich schon in meinem Ordner. Nachdem ich hier vorher schon eine Datei angelegt habe, nenne ich es jetzt Krabbenvideo 2, nicht 12, und gehe auf Speichern. Und während ihr arbeitet, klickt immer wieder zwischendurch SDRG gedrückt und S. SDRGS ist das Kürzel für Speichern, schnell speichern. Wenn ihr einen Fehler machen solltet, wie zum Beispiel Opala, und ihr möchtet das rückgängig machen, SDRGZ. Glaubt mir, SDRGZ wird euer bester Freund in den verschiedensten Sachen. Beim Videoschnitt sowieso. Okay, jetzt möchte ich mal, dass ich die Krabben sehe. Hier gleich am Anfang. Da kommen sie. So, passt. Diesen Teil habe ich, man hat das ja gesehen, ich habe mich einfach hier drüber gestellt, da ist die grüne Klammer, dann kann ich das verschieben. Dann brauche ich nicht extra wieder mit dem Slice-Tool arbeiten. Natürlich muss ich die Datei, also diesen Clip jetzt vorziehen, damit der gleich nach der Höhle kommt. Das schaut dann so aus. Nicht ganz, aber SDRG gedrückt halten. Und Mausrad nach vorschieben lässt mich in der Timeline ranzoomen. SDRG gedrückt halten und Mausrad rauszoomen, also rausziehen, lässt mich rauszoomen. Das heißt, hier ist die Timeline 15 Sekunden, 30, 45 und so weiter. Kann das noch weitermachen. Aber wenn ich Feinarbeiten mache, muss ich natürlich ranzoomen. Da muss ich das ganz genau machen. Das heißt, ich gehe jetzt hier mir ganz genau rein. Ich möchte das mit dem Job sauber haben.
Okay, der Drop kommt hier. Das heißt, ich ziehe die Datei hierher. Ah, das passt schon. Und das mache ich ein bisschen länger noch. Jetzt sollte das besser ausschauen. Ja, viel besser. Okay, soweit so gut. Ich werde jetzt einmal alle Clips dementsprechend vorbereiten. Ich werde alle Szenen, in denen die Krabben nicht tanzen, schnell rausschneiden. Ich mache das aber im Zeitraffer. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder. Bis bald. So, ich bin soweit fertig. Ich habe jetzt meine Clips dementsprechend zusammengeschnitten, dass man immer nur die Krabben beim Tanzen sieht. Dazwischen gibt es keine Landschaftsfilmreihen. Außer ganz am Schluss, da passt bei meinem Lied gut dazu, dass es so ausläuft, wenn die Krabben nach Hause gehen, dass das Lied auch an eine ruhige Stelle kommt, wo man das gut aufhören lassen kann. Man sieht aber schon ein Problem. Mein Lied wird noch circa doppelt so lang weitergehen wie mein Video. Und auch diese Clips kann man schneiden. Das heißt, auch das Lied können wir abschneiden. Das heißt, ich wähle das Lied mal aus, gehe wieder auf das Slice-Tool, schneide es hier, nehme wieder den Cursor, nehme den hinteren Teil, markiere den und lösche ihn. Jetzt haben wir nur das Problem, wir haben noch sehr harte Übergänge. Das heißt, so wie am Anfang. Wenn wir das nochmal anschauen, da passt sehr gut rein mit diesem Drop. Das ist okay, das passt, aber ich möchte es nicht überall haben. Ich hätte gern irgendwo stellenweise ein paar so sogenannte Fades, so Übergänge, so. Das ist alles ziemlich abrupt und hektisch. Deswegen gibt es hier unter Effects, da gehen wir mal hin, scrollen runter zu Transitions, Video, Dissolve und hier nehmen wir Cross Dissolve. Es gibt verschiedene, ich nehme hier den Cross Dissolve, der ist so eine klassische Überleitung und den ziehe ich einfach wieder, also ich markiere ihn. Und linke Maustaste gedrückt und ziehe ihn hier über diese zwei Clips, über diese Schnittstelle sozusagen. Man sieht hier, wo ich mit dem Cursor bin, dass so ein hellgrüner Rahmen kommt. Das ist dieser Effekt. Den muss ich eben dahin ziehen, wo ich ihn brauche. Ich hätte ihn gern zwischen, also über den beiden Clips, damit der eine Clip in den anderen überleitet. Lass los und da ist er schon, der Effekt. Ich zoome wieder ran. Hier steht auch Cross Dissolve. Das schaut dann circa so aus. Okay, ich könnte diesen Effekt noch länger machen, indem ich ihn hier markiere und in die Länge ziehe. Dann schaut das so aus. Oder ich möchte ihn ganz kurz haben, ne? Mache ich ihn kleiner. Ist Geschmackssache. Das Einzige, was ihr aufpassen müsst, wenn der Effekt sehr lange sein sollte, kann es passieren, dass man auf einmal wieder Stellen im Clip sieht, die man eigentlich schon weggeschnitten hat. Weil man sieht hier, die Überleitung muss von hier bis hier passieren. Das heißt, dieser Clip wird nach hinten verlängert bis hierher und dieser wird nach vor wieder verlängert bis hierher. Wenn also hier ein Schnitt sein sollte, wenn die Kamera hier wechseln sollte von diesen gerahmten Krabben auf eine andere Szene wieder, zwar hier irgendwo, dann könnte es sein, dass man das noch sieht. Müsst ihr aufpassen, müsst ihr probieren. Also in diesem Fall würde ich empfehlen, entweder den Effekt wieder kürzer machen oder den Clip noch weiter zurückschneiden, damit das nicht passiert. Müsst ihr euch ein bisschen spielen. Das ist Videoschnitt, das ist Trial and Error, das ist probieren und Fehler machen und daraus dann was Ordentliches machen. Hier habe ich noch eine Schnittstelle, da mache ich das Ganze auch noch. Hier werf ich auch noch einen Cross Dissolve drauf. Hier mache ich ihn auf jeden Fall länger, weil es hier ein Übergang von Tag auf Abend. Hier kann man ruhig einen längeren Cross Dissolve machen. Schauen wir mal, wie es ausschaut. Ja, ist ganz okay. Was man natürlich noch machen könnte, ist, dass man das Lied den Bewegungen der Krabben anpasst. Aber das ist sehr viel Arbeit. Das wäre Next Level. Das machen wir jetzt im Tutorial, im Intro-Tutorial nicht. Das wäre für einen späteren Moment einmal in Ordnung. Eine Sache, was wir noch machen sollten, am Anfang und am Schluss sind die Übergänge noch ziemlich hart. Zum Beispiel hier am Schluss. Wenn ich hierher hüpfe, klingt das so.
und aus. Das ist zart, das wollen wir nicht. Hier machen wir auch einen schönen Fade-Out. Beim Video zuerst nehmen wir hier, was könnte man nehmen? Das ist ein Additive Dissolve. Für irgendwas. Motion? Probieren wir mal den. Jetzt ziehen wir hier rüber und machen ihn ein bisschen länger. Schauen wir mal, wie das ausschaut. Das ist okay. Jetzt möchte ich noch die Tonspur ausfaden lassen. Das geht natürlich nicht mit einem, mit einer Video-Transition, sondern, ihr habt es erraten, mit einer Audio-Transition. Hier nehmen wir einfach einen Fade, einen ganz normalen. Auch hier könnte man crossfaden, wenn wir zwei verschiedene Tonspuren hätten. Also zwei verschiedene Lieder zum Beispiel. Und auch diesen Effekt verlängern wir. Das passt, das ist nett, das nehmen wir. Das Ganze machen wir am Anfang auch noch. Und zwar wirklich ganz am Anfang. Zoomen wieder rein. Fade drauf hier. Ja, könnte ruhig noch ein bisschen länger sein. Passt. Und auch hier nehmen wir wieder ein Video Transition. Woher war das? Ich glaube, das ist einfach von Finster auf Bild. Verlängern es auch bis hierher. Ja, das passt. Gut, was ich auch empfehlen würde, bevor ihr das Video wirklich speichert, apropos speichern, SDRGS, bevor ihr das Video dann wirklich ausgibt, bevor ihr das Video wirklich erstellt, schaut nochmal alles von vorne bis hinten durch, weil dieser Exportprozess, also dieser Prozess, das nennt man Rendern, dass aus diesem Projekt dann wirklich ein fertiges Video erstellt wird, das dauert je nach Computerleistung, aber auch generell eine gewisse Zeit. Das heißt, am besten ist, man schaut sich das vorher nochmal im Viewer, im Preview an, ob das alles passt, ob man zufrieden ist damit, und erst dann erstellt man wirklich ein Video. Weil sonst kommt man vielleicht später drauf, ups, da habe ich noch einen unsauberen Schnitt. Zack, jetzt habe ich den Computer extra ein paar Stunden laufen lassen, damit das Video erstellt wird, und jetzt kann ich wieder dann nochmal was bearbeiten und das Ganze wiederholen. Deswegen schaut sich das Ganze nochmal von vorn bis hinten an. Ich schaue jetzt nur kurz wieder rein, weil es nur ein Anleitungsvideo ist. Schau nur auf die Übergänge, ob das passt. Passt. Ich bin happy, ich glaube, das nehme ich so. Das passt gar nicht so schlecht auch. Ja, Zufälle gibt's. So, ich speichere nochmal zur Sicherheit. Und jetzt möchte ich daraus ein fertiges Video erstellen. Wie geht das? Wir gehen hier herum auf Export to File. Und dann ist es hier eine MP4, das ist eine Videodatei, das passt. Nennen wir Krabbenvideo und speichern. Dann kommt hier im Exportfenster diese Datei, die zeigt mir, wo ich das hinspeichere, wie viel Zeit schon verlaufen ist. Hier ist meine Vorschau, wie weit das Rendern, also die Videobearbeitung, schon fortgeschritten ist. Hier sehen wir auch einen Fortschrittsanzeiger in Prozent und eine ungefähre Abschätzung. Normalerweise gibt es bei den meisten Videos eine Abschätzung, wie lange es ungefähr dauern wird, bis es fertig ist. Aber vergesst das, das ist selten wirklich zutreffend. Wenn es dann fertig ist, habt ihr euer fertiges Video. Und das war's von meiner Seite mit einer kurzen Anleitung zu HitFilm Express. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Ich hoffe, es hat euch etwas geholfen. Und ja, gutes Gelingen. Bis bald.